Hallo und herzlich willkommen, Leute. Tu es, tu es, tu es, tu. Ja. Wir spielen Nautilus Vane. Ich drücke R. Johnny drückt R. Dann drücken wir beide so oft, wie es geht. Rechtsklick. Und hoffentlich wird es ein Blitz. Das schrecken gut zusammen, ne? Ich hoffe auf den Blitzcrank guck. Ja, Blitzcrank wäre gut. Ich hoffe auf mehr Range. Also ich hätte gerne auch 150 Range mehr auf einer Vane. Das wäre schon sehr gut. Kannst du denn hier überhaupt Stacks sammeln? Ja, du kriegst ja auch Stacks übers Traden und darüber auch echt nicht zu wenig. Ja, du musst auf jeden Fall viel jetzt mit deiner... Mein fucking Gott. Pflanze wird jetzt für dich eine wichtige Rolle spielen. Weil deren Playstyle beruht natürlich auf dir. Ich hab ihn geahnt. Okay. Autotech Reset über ein W? Fast, aber. Well, well, well. Look who's an idiot. Hopper versus Anker. So. Stark. Boah, das war sehr stressig. Das war einfach Fight 1 und ich bin schon komplett. Kann duschen gehen. Warte mal, jetzt, das ist hier, hier ist es möglich, ne? Demonic Embrace. Aber das ist doch jetzt, das ist doch jetzt so was Kleines, ja. Oder? Da kann ich doch nichts Cooles kriegen, oder? Wo ist denn mehr Range? Ich hätte den Hook kriegen können, aber ich habe es nicht geschafft. Ist mehr Range hier? Oh, das weiß ich. Ich glaube ja, mehr Range könnte dieses Freundliche sein, so. Aber ich wüsste auch nicht, was bei Vayne OP ist. Vielleicht ist Ork nicht. Ich weiß nur, dass ich doppelt so viel Leben habe. Mehr okay, Range wäre geil, ne? MHMF. Was ist das? Ist das ein Udyr? MF Udyr, ja. Boah. So, schade, ne? Ich betäube dich. Okay, ich würde sagen, wir nehmen zwei Heilpflanzen oder Jason? Ja, lass mich die andere Pflanze noch nehmen. Weil jetzt hast du gedasht, ne? Ja, ich renn die rüber. Nimm du die unten. Nimm die unten. Nee, wir nehmen beide, oder? Ja, genau. Ja, aber. Pflanzenmeter, Pflanzen, Pflanzenmeter. Und another one. Also. Kann die echt lange routen, ne? Wait, warum liegt der noch? Super. Ich hab irgendeine Taste gedrückt. Anker. Ich muss sagen, wir haben so viel Ping spielen. Ich bin so klein. Noch besser, dass man Tecmo spielen würde, ne? Aber das mag ich einfach nicht. Aber es war gut. Well played. Zwei Hooks auf MF. Sehr, sehr stark. Ich darf halt nicht instant D drücken. Weil ich. Der Angriff von Nautilus, ne, der ist wirklich schlimm. Es ist ja auch offiziell kein Outtake Reset, so. Kann man halt so gar nicht interpretieren. Okay. Ja, hier werden wir geprobt, also wir müssen wahrscheinlich all in, ne? Jo, mach ich auch. Geh jetzt hier hoch. Dann. Fühl ich weh. Okay, wir haben unterschiedliche Ziele im Leben. Ja, das ist schon sehr. Kommen wir da jetzt nicht so hin. Ja, ich würde von Vigo einfach Flash Engage, ne? Ja. So viel macht. Mach ich wieder Full Tank. Ja, wir brauchen einfach wahrscheinlich den Engage nicht über deinen Hook, sondern einfach so auf die zuläufst und einen ultest. Ja, ich habe jetzt die. Ich habe alles auf Dings gehauen, auf die Senna, aber anscheinend lieber nicht. Ja, doch, schon, aber. Wurde es ja am Anfang einmal gewählt oder dann hat der Vigo mich angeflasht? Vielleicht kann ich den ignorieren. MP ist echt scheiße. Naja, es sind auch viele Wände, ne? Mobilität ist dann bei denen. Also, Senna braucht keine Mobilität. Und Johnny war dann halt 60 Kilometer weit weg, ne? Ja. Da ist nicht mehr mit viel Pielen. Sondern ich kann halt nur Sennas Schaden runterhalten und hoffe, dass Johnny das 1 gegen 1 gewinnt. Ja, ich meine, ich gewinne das garantiert später at some point auch, ne? Die offenen Maps sind schon für mich viel besser.
Boah. Nur mal so, als hätte ich nicht in der letzten Sekunde gekauft. Aber ich habe noch Blade geholt und ich glaube, das war sehr gut. Hallo. Ja, hier bin ich halt super wild. Mir geht's nicht so gut. Ich bin mal kurz zur Pflanze. Oh, ich beschäftige jeder weiter. Man kann immer abwechselnd routen. Aber du musst halt kiten, ne? Das heißt, also es ist, du bist sehr viel auf dich gestellt tatsächlich bei so zwei. Die sind einfach zu schnell, ne? Ich weiß gar nicht, ja. Der Uli rennt einfach fast genug. Der kann halt immer nur einen weg. Wahrscheinlich muss ich einfach immer den Uli ehen. Und mehr im Q haben. Back to basics. Cannot use your ultimate. Your burn effect. Oh, Infernal Conduit. Ja, ich habe jetzt natürlich keine gute Auswahl gehabt, Leute. Ja, ich habe jetzt die für Tempo und Conqueror, das ist actually ganz schön cool. Ja, ist schon kein Act crazy. Ich überlege, ob ich eine QSS brauche. Weil Cut bin ich auch nur. Ich überlege, ob wir einfach jemanden ehren und du bist der offensive Part. So. Ja, ja, ich weil das auch Ding ist halt, also sobald ich die alle einmal angegriffen habe, ist das schon vorbei. Ja. So, ja, dann mach das mal. Okay. Versuch mal irgendwie. SKSMF, ne? Lass mal nicht zeigen. Oh, ah, ist einfach da. Die war jetzt doch nicht so richtig auf gerade. Was ich tue, nicht Damage, den ich mache, ne? Ja, das ist schon schlimm. Also. Mach mal ein bisschen Damage, Johnny. So, gebe ich dir jetzt noch On-Hit? Ich gebe dir nochmal Knights Vow, würde ich sagen. Ja. Doch, ich gebe dir einfach die beiden Support-Items noch. Das ist ganz gut. Und Javan probieren. Javan habe ich sehr viel gespielt. Javan ist übel geil. Und Javan mag ich in dem Modus. Du hast noch die Mobilität fürs Late-Game und so. Ich überlege, ob ich, gibt es so ein Item, womit man Cooldown Reduction auf den Base Abilities kriegt, wenn man Auto-Attack. Weil im Endeffekt will ich ja eigentlich Auto-Attack, Tumble, Auto-Attack, Tumble spielen, so. Also du ultest einfach rein und ich bin hinter dir. Ja, wir machen probably alles auf Diego einfach, weil der kann nicht so gut weg. Oder alles auf Diego. Nee, alles auf Diego. Ah, alles egal. Ja, sie sind halt nur gerootet, ne? Das ist halt schon ein Unterschied. Ja. Die sind halt in Anführungszeichen lediglich gerootet. Da passiert gar nicht so viel. Die hacken trotzdem einfach auf dich drauf. Ja. Er ist halt, ADC ist halt wirklich schwer hier. Ich glaube, es sind sogar echt noch eigentlich die weltmäßig leichte Chips. Nee, du musst sie halt beide outdamagen, das ist ja so das Ding. Ja. Und sie outrange dich, also outdamagt sie sich auch. Da muss, versuch mal nicht zucken, sondern quasi den Hook nach der Ult zu haben. Weil vielleicht können wir die einfach im CC killen. Das ist wieder die MF. Ja, also wir haben auf jeden Fall nochmal Glück, nochmal wirklich Items zu bekommen. Lol, what the fuck, der war da dahinter noch getroffen. You win! Okay. Oh, die andere war auch schnell. Jo. Immobilizing your enemy. Restores health. Das ist doch schon mal gut. So, wir spielen jetzt gegen Mundo und Udia. Also das warte ist jetzt mal, dein... Der was? Ah ne, Weva... Ja, Warm-Up-Routine habe ich, soll ich nehmen? Ja. Also ich kann die halt beide ein bisschen peelen. Aber der Udia, guck mal, die Udia-Items willst du nicht wirklich sehen, muss ich sagen.
können, ja. Ich glaube, der Udyr cue dich und du bist tot. Ich gehe nach oben links wieder und versuche zu... fixen. Ja, dann bleibe ich bei dir. Heiß? Ja, die sind hier. Ja, das ist okay. Heiß, ich bin vorgesteckt. Dann... oh ja, geht ganz unten rum, oder? Ja, der Udyr macht von denen am meisten Schaden. Ja, wenn ich die CC ein bisschen besser stacke, dann geht's wirklich klar. Ich glaube auch, wenn ich 30% mehr Damage habe, hilft das auch irgendwie. Ja, das glaube ich. Wenn das auf den True Damage tatsächlich verrechnet wird, dann ist geil. Ja, ich glaube schon. Danke, danke dir. Ja, ist wild up. Wir haben actually noch 10 AP, ne? Das fühlt sich ganz anders an. Aber ich sag mal, die zwei AFK-Runden haben sehr geholfen. Ja, aber ich meine, die anderen haben ja auch AFK-Runden. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das gegen den Vigo spielen soll. So, ganz. Wir haben noch eine AFK-Runde. What the fuck haben wir Lack, ey. Oh, Samira wäre für uns auch Granate. Dann wäre ich richtig nützlich. Ja, wobei, du musst halt bis S decken, ne? Das krieg ich doch hin. Ich mache ja Out Attack, Q, ja, E und ist fertig. Gott, du deckst dann ja auch. Und okay, der haben auch Warm-Up auf der Senna. Welcher Senna? Okay. Johnny. Das ist krass. Ich hab keinen Backup. Oh, what the fuck? Oh, what? Ich weiß nicht, ob ich Frozen Heart holen soll. Ja, ich probiere es einfach mal. Frozen Heart klingt so ein bisschen geil auch. Ja, als ADC hier mit hohen Ping, das ist halt super belastend. Das ist einfach nur durchgehend super belastend. Ja, ich würde Auf Viego hauen, okay? Der Viego würde ich ja als erster engagen. Ja, okay. Das ist das Problem. Also aber nicht hucken, sondern nur ulten. Oh, den buffen. Wobei, das könnte ich jetzt machen. Ja. Nice. Schaffst du den Angriff? Ja. Oh, schon, das tut mir so leid. Du hast ja auch einen Self-Stun, das ist auch geil. What? Ich hatte doch keine... Hä? Hab ich da nicht aufgedeckt? Warte mal, er greift mich nicht an, ist ja dumm. Ich glaube, ich muss ihn outtanken. Weil ich glaube, wenn er Vayne ist, habe ich ein Problem. Stark. Ah, ich glaube, das kannst du nicht holen. Ne? Oh doch, ich hol's in der Overtime. Oh, smart. Ein Pflanz. Okay, Bild. Fucking Legende. Okay, der hält sich leider relativ viel. Unangenehm, ne? Ach, scheiße. Komplett mal wert. Der Fight war komplett gewonnen. Wir sind mal raus, ne? Ich hab... Ja, wir sind nee, nicht raus. Okay, hier. Shrink Ray ist auf jeden Fall gut. Ich dachte, ich kann ihn CC'en oder so, aber... It's Knights Wow Connected. Ja, es ist von Anfang an. Ich hatte halt den Busch aufgedeckt, aber der stand scheinbar so links, dass ich ihn nicht gesehen habe. Scheiße, die haben jetzt alles Summons, ne? Ich muss channeln. Ja, 25. Okay, bin ready. What? What? Ja. Ja, er hat Range. Er hat Infinite Range und... Oh, du hast Infinite Chip. Können wir eine Heilpflanze nehmen? Das ist mir... Ich mach ganz
hier rechts klingen, ne? Wirklich so viel ich kann. Ne? Ignoriert mich. Ah! Boah, also da war ich kurz sehr verängstigt. Ja, ich dachte auch, das ist vorbei, ne? Sag ich ehrlich. Verkaufe ich jetzt meine Schuhe? Ja, ne? Ich gehe jetzt einfach Thornmail noch. Jay ist backt, meintest du, ne? Ne, Jay geht. Aber kostet 50% wieder, das ist die Frage, ob es das ist. Ne, hey, du hast doch eben Warwick gespielt. Ich hab's selber nicht gekauft. Ich dachte, ich hätte es gekauft, aber ich habe mich dann doch für Derek gleich entschieden. Fucking Wild, man. Okay. Ja, ich würde. Ja, das ist schon mal eine offene Arena. Ich würde chargen, ne? Ja, du musst chargen. Wenn er charged auch. Ja, okay. Joa, na dann los. Die sind oben links. Oben. Nimm du ruhig. Nö, ich muss jetzt gar nicht so, ne? Alter, shit. Okay, das ist jetzt unangenehm. Der Rutsch, ja, also. Das wird jetzt sehr schwer, finde ich, Johnny. Ja, ich habe ja oben gleich nochmal eine Pflanze. Ein Thornmail ist auf jeden Fall sehr warm. Wieder ein Hook verfehlt, ey. Kann ich denn so ein Stück leiser sein? Oh, der Nautilus genommen, so dumm. Nee! Scheiße, das war schlecht von mir. Ich hab keinen Hook getroffen. Ah, ich hätte den Anfang nicht nach vorne dashen sollen, aber danach, ich dachte, ich hole das noch gegen Vigo. Hab ich den W gedodged, aber dann hätte mich einfach auto-attacken, ne? Ah, oh, da war so los. Ja, ich hätte wahrscheinlich gegen die Mauer da dashen sollen. Mhm. Halt, also, boah, heißt, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man richtig krasse Hände hat. Wenn man Hände hat. Dann geht das. Ah, war schon sehr, sehr wild. War trotzdem eine weitere Runde mit Maxim. Checkt ihn aus. Peace. Hau rein.